Für die erste Mannschaft des VfB 1906 Sangerhausen ist die Sommerpause sehr kurz. Der Höhepunkt der Vorbereitungsspiele gegen den Drittligisten HFC Halle fand am 4. Juli im Friesenstadion statt. Zahlreiche Zuschauer kamen zu diesem Knaller dazu hierher. 950 zahlende Zuschauer sollen es wohl laut Stadionsprecher gewesen sein. Verbandsligist VfB Sangerhausen war in guter Form und wollte zu Hause zeigen, dass sie es auch mit einer höheren Klasse aufnehmen können. Und so wie es am Anfang aussah, hielten die Rosenstädter auch gut mit im Spiel. Ausgewogen, aber Halle doch mehr im Ballbesitz, bot der VfB seinen Gegnern die Stirn. So konterten die heimischen Kicker und hielten den Stand 0:0 bis Minute 19. Nach der Anlaufzeit machte der Saale Club ernst. Und so trafen die Hallenser in Minute 20 durch Dominik Baumann. Den Kasten der VfB 11. Spielminute 1:0 für die Gäste vom HFC. Torschütze mit der Nummer 28, Dominik Baumann. Der HFC erhöhte dann weiter in der 24. durch Jordi Wegmann. Dominik Baumann traf dann zum zweiten Mal für Halle in der 42. Minute. Und besser Halimi setzte das Leder erneut ins Tor von Sangerhausen in der 45. Minute, was den Halbzeitstand 4:0 für den HFC bedeutete, also klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit wechselte Halles Trainer Sredo Ristik komplett durch. Den fünften HFC-Treffer erzielte Jungprofi Jonas Marx in der 50. Minute. Ja! Der VfB konnte die Partie nun offener gestalten und kam durch Kevin Schäffner zu einem sehenswerten Ehrentreffer in der 52. Minute. Bis zum Ende aber hatten die Sangerhäuser es nun geschafft, ihr Tor zu verteidigen und somit keine weiteren Treffer mehr zuzulassen. Der Endstand in der Partie VfB Sangerhausen gegen HFC Halle zeigte die Anzeigetafel am Schluss mit 1:5 an.